So, ein herzlich willkommen zurück zu einem weiteren, was habe ich gerade, zu einer weiteren Folge von Mindtest. So, das sieht alles gut aus, okay. So. Irgendwie so, genau. Okay. Also, ich habe es geschafft. Wir haben es geschafft. Es hat nur ungefähr 3 Jahre gedauert. Aber wir haben 30 davon. Ja. Gut, das heißt, wir werden jetzt tatsächlich mal anfangen, die Sachen auch zu dingstern. Jetzt weiß ich gar nicht. Erstmal muss ich die Dinge einschmelzen. Und dann müssen wir sie eigentlich bloß kompressen, ne? Das Ding da. Und das war's dann. Schauen wir uns das einfach nochmal nach. Genau, Compressing. Das klingt sehr nach dem, ja, was wir da tun sollen. Uranbrennstoff. Ha! Da burnt mir gleich die Hose weg. So, das heißt, Start. Ich raus hier. So. Ah, doch nur 100 Kilo EU. Oh. Oh. Dann ist ja doch nur 100. Das ist ja. Gut, das schalten wir einfach mal alle runter. Ja, dann laufen die ja nicht so auf Maximum. Dann bleiben doch ein bisschen kühler. Das ist natürlich. Okay. Ich hätte echt fest damit gerechnet, dass die halt mit einem Mega-EU laufen. Gut, das heißt, dann werden wir wohl bald noch ein neues Kraftwerk bauen dürfen. manchmal mache ich mir selbst ein bisschen Angst. Ey. Ich meine, ich könnte doch einfach 10 Stück wieder hier abbauen. Wäre wahrscheinlich fast die sinnvollere Idee. Ja, komm. Das ist dann wahrscheinlich doch eher die sinnvollere Idee. Statt sie dann irgendwie 20 zu haben, die dann nur halb so stark laufen. Da sieht doch der Raum wieder ein bisschen ordentlicher aus. So, das heißt 1, 2, 3, 4, 5. Aber ich sehe. Ich nehme auch mal kurz mein Messer. Mit dem Messer gehen ja, glaube ich, ganz schnell weg, ne?
So, voilà. 100.000, meine ich doch. Und der müsste jetzt 17. Müsste doch jetzt 90 Kilo EU sein. Aber gut, mal gucken, was der untere anzeigt. Oh, auf jeden Fall habe ich gerade gesehen, die Batterien füllen sich gerade. Oh ja, siehst du hier. Hier 98. Bei den Batterien, die gehen gerade wieder voll. Hier, guck mal, die Batterien füllen sich. Wow. Nice. Cool, das heißt, unsere Anlage unten läuft jetzt auf ja, ordentliche Geschwindigkeit. Und wir haben sogar den Vorteil, also, alles, was wir hier benutzen, ist way im grünen Bereich. Und wir können sogar die Anlage unten laufen lassen, ohne dass sie alles zusammenbricht. Sehr geil, die Batterien füllen sich sogar. Das ist schon heftig. So, dann räumen wir erstmal hier ganz kurz auf. Ich schmeiß die ganzen Barren erstmal hier rein. So. Du da rein. Du da rein, du. Ja gut, da haben wir jetzt die Hälfte voll so umsonst gebaut. Auch sehr geil. Krass, voll Kloß im Hals, was ist los? So, ihr könnt auch erstmal alles weg. Okidoki. Hoho. Dann ist unsere Anlage soweit schon mal fertig. Wir haben jetzt hier ordentlich Power. Endlich mal ist unser Atomreaktor voll ausgelastet. Sehr geil. Gut, dann wollen wir jetzt nur noch auf die nächste Kernschmelze warten. So, wie sieht es eigentlich hier aus? Genau, hier kommt mal her und du kommst mal her. Dann können wir uns jetzt mal wieder ein bisschen auf unseren Tunnel konzentrieren. Wobei ich noch nicht genau weiß, was genau wieder. Wir brauchen bei der Welt mal wieder ein bisschen Verpflegung hier. Heißt hier eigentlich alles raus? Ne, hier ist auch noch ein bisschen Scheiße. Wobei ich die Scheiße tatsächlich sogar hier mal hier drin lasse, weil die nicht so gut stackt. Aber die beiden, die kommen nach oben. HV-Batterien. Tja, gute Frage. Können wir HV-Batterien irgendwann mal für irgendwas gebrauchen? Weil beim Atomkraftwerk brauchen wir nichts irgendwie puffern. So. Da haben wir halt eine feste Quelle, der Atomreaktor, und einen festen Verbraucher, die Trafos. Die ziehen ja immer gleich viel. So, von daher ist da nichts, was wir irgendwie puffern könnten oder so. Also, was wir puffern müssten. Von daher weiß ich gar nicht, warum ich die überhaupt gebaut habe. Ah, ja. Da war ich mal wieder ein bisschen von Sinn. So. Tunnel. Aha, aha, aha. Ah ja, ich wollte ja was zu essen holen. Was haben wir denn so Schönes hier? Oh, so viel Körner haben wir gar nicht mehr, sehe ich gerade hier. Naja, wie viel? Naja, okay, Mehl haben wir ein bisschen mehr. Ich würde mir wieder hier so ein bisschen Brote machen. Die gehen so langsam aus. Mal gucken. Was brauchen wir denn da? Jeweils einmal. Okay. Gut, dann da. Unsere Schale ist wahrscheinlich oben irgendwo. Die hier drinne? Wir hätten doch mal so eine Schale gehabt. Wo ist denn jetzt hin? Küche. Ach ja, unsere Tiere sind
Unsere Tiere sind ja auch noch drin. Aha. Ja, aber kein Geschirr. Sag mal, wir hatten doch mal so eine Schale gehabt. Wo sind die jetzt hin? Ich bin verwirrt. Zutiefst verwirrt. So eine Schale haben wir hier. Aha. So, oh. Na ja gut, alles bringt da nichts. Ist ja, ah, nee, doch. Ah, schon, das Ding bleibt immer da. Sehr cool. So, und das Zeug kommt jetzt einfach hier in den Ofen. Letzter Fun. So. Hä? Wieso haben wir ein Meer jetzt so? Das dürfte das. Hä? Wo kommt denn der jetzt her? Wir haben bereits 299er Stacks. Warum haben wir jetzt hier noch einen? Hat das schon wieder irgendwas geglitscht oder was? Ach. Ich meine, ich könnte jetzt den einen wegwerfen, aber. Ich werde es bereuen. Früher oder später werde ich es bereuen. So. Braucht der ich dann schon lange hier Zeug? Heilige Scheiße. Deswegen haben wir so viele davon. Und die sind voll. Wow. Hä, jetzt nicht mehr? Hä? Was war das gerade für eine Aktion? Irgendwie macht unsere Anlage komische Sachen. Warum ist das Ding eigentlich immer noch an? Weg damit. Zu. Zu. Ja, was die Anlage hier macht, verstehe ich sowieso nicht. Ja, keine Ahnung. Aber guck mal, ab und zu kommen wir weit über 100.000, ne? Eben, wir schwanken so um die 100.000. Meistens weniger, ab und zu aber halt auch, ne? Geht's mal hoch bis 120, 160.000. Von daher ist es ganz gut, dass wir auf der MV-Seite Batterien haben. Weil genau die können halt diese Schwankungen aufnehmen. Aber wir brauchen halt auf der HV-Seite keine. Weil bei der HV-Seite kann nichts schwanken. Ich sehe, jetzt ist es wieder mit einmal hochgeschossen. Ist doch hier alles kaputt, sag mal. Ja, so eine Scheiße, ja. Hä? Der hat jemand auch keinen Sinn. Ganz kurios. Ganz, ganz kurios. So. Jutschen. Und dann auf ins Baugewerbe. Auch wenn ich noch nicht genau weiß, nach wie vor, wie weit wir eigentlich bauen müssen. Wir haben keinerlei Indikator oder irgendwie sowas. Das ist natürlich. Ich meine, wir könnten uns natürlich random einfach ab und zu noch umbauen, ja. Ich nehme noch ein paar Werkzeuge mit. Das ist natürlich trotzdem schon insgesamt ein bisschen blöd, dass wir halt echt kaum wissen, wo wir eigentlich hinbauen. Quatsche. Hier. So, dich nehmen wir auf jeden Fall mit. Die reparieren wir gleich mal. Warum so kaputt? So, nehmen wir jetzt einfach mal dich mit. Wir brauchen auf jeden Fall nämlich eine Schippe. Und das sollte reichen. Ja, falls wir unterwegs auch ein Tier treffen hier. I don't know. Was ich höchstens noch machen möchte, ist hier noch ein bisschen Uranzeug reinpacken. Das können wir noch machen.
Dann auch wieder volle Arbeitsgeschwindigkeit hier. So, einfach mal alle Werkzeuge durchreparieren, kann nicht schaden. So. Pop. Easy. Fertig? Noch lange nicht. Ja. Okidoki. Dann volle Fahrt voraus. Ja, also wenn wir uns wirklich einfach immer ab und zu mal ein bisschen nach oben buddeln und dann mal gucken, wo wir da landen. Wir müssen mal gucken, ob und wenn ja, vor allen Dingen, wie wir den Tunnel hier ausbauen. Ob wir wirklich einfach so lassen, wie er jetzt ist, oder ob wir den wirklich irgendwie noch schön machen. Das ist natürlich schwierig. Na, weil dann müssen wir dann noch eine ganze Menge ausbauen. Also eben die Seitenwände müssen weg, die Decke oben muss weg. Und wir müssen vor allen Dingen noch den Boden ein bisschen ausbauen. Aber erstmal gerade auf Frosch schlagen. So. Fackeln haben wir auch nicht so viele dabei. Mhm. Wie schnell es dunkel wird. Das ist doch schlimm. Ist auf jeden Fall schon echt ganz schön lang. Wir könnten natürlich so Marker benutzen, ne? Das könnten wir durchaus machen. Naja, wir bundeln erstmal so einmal hier komplett durch, solange wir auf keine Hindernisse stoßen. Und dann gucken wir mal, ob wir uns noch so ein paar Marker abbauen. Hier diese komischen AI-Marker. Weil die sagen uns ja die Entfernung zueinander ab. An. Also, solange unter uns keine Löcher auftauchen, ne, geht's eigentlich. Oh. Ja, hier werden wir auf jeden Fall eine Lorenbahn reinbauen. Weil den Tunnel zu Fuß bauen, ablaufen. Das kannst du nicht machen. Das funktioniert so nicht. Wenn wir also gleich mal ein paar Gleise bauen. So eine einfache Lorenbahn. Müsste vollkommen ausreichen. Wie lang Tunnel jetzt schon ist. Oh, shit. Eigentlich müssen wir noch irgendwelche Marker rumliegen haben, ne? Wir haben ja damals, als wir oben den Berg vermessen haben, irgendwie, da haben wir ja auch die Marker benutzt. Von da müssen wir sie noch haben.
Denke ich mal. Außer ich habe sie damals weggeschmissen. Ich meine, so teuer waren sie nicht. Wo du bloß zwei Stöcke und einen Apfel brauchst du pro Stück. Kann ich haben. So. Wo könnte das drin sein? Nani? Tja, also habe ich sie damals echt weggeschmissen. Gibt's ja gar nicht. Draußen schon wieder dunkel. Ja, verdammt. So, erstmal hier das Wichtigste. Du noch da. Du noch da. So, Marker. Oh, gibt es jetzt verschiedene. Damit kannst du dein Gebiet markieren. Oh. Achso, aus der Rack-Mode kommt. Ah! Das ist natürlich praktisch. Egal, aber wir gehen mit dem hier. So. Zwei Äpfel. Wieso liegen hier eigentlich Äpfel drin herum? Na, gehen wir gleich mal zwei her. So, der ganze Geröll kann bei so gleich mal unten in unsere Maschine hier. So. Stöcker. Wir brauchen vier Stöcker. Ach so, dann können wir jeweils vier. Na gut, dann ja. So. Eigentlich, oh Gott, ich teste das mal aus, wenn ich jetzt hier einen hinstelle. Bam. Und den anderen hier hinstelle. So. Alter, die ist schon groß. So, you mark the extent from to 13 mal 6. Und wenn ich das jetzt hier wegnehme und dann hier setze, funktioniert immer noch. Okay. Gut. Das heißt, es ist natürlich dunkel in Berlin. Egal. Dann gehen wir mal zu dem Gebiet, wo wir hin wollen. Jetzt, wo es dunkel draußen ist. Ach, oh Kacke. Dann werfen wir eine Runde. Eigentlich müsste die Hälfte der Spieler erreichen, oder? Hab gut geschlafen. Stimmt, das war ja nur bei Mindclone, wo die Hälfte der Spieler reicht. Zum Advancen der Time. So, dann schauen wir mal. Ach, dieses Stamina. Jetzt setzen wir nämlich einfach da, wo wir jetzt das Ding hinbauen, einen hin
Und dann müsste der eine von diesen beiden Zahlen ja immer kleiner werden, je weiter wir in diese Richtung buddeln. Und wenn denn diese Zahl irgendwann bei 0 ist oder wieder anfängt größer zu werden, dann wissen wir, wir müssen in die Richtung bauen. Was ist denn da? Oh, jetzt nochmal ein Anschluss. Lol. Das ist ja cool. So, die Frage ist, wo genau wollen wir eigentlich denn hier rauskommen? Da habe ich nämlich auch noch nicht wirklich eine Vorstellung. Ich weiß nur, dass da hinten ist irgendwo so ein komisches Loch. Und da dachte ich mir so, wow, so ein wunderschönes Gebiet für so ein Haus. Aber wenn ich das Loch gerade gar nicht mehr sehe, müsste das da vorne sein. Nee, das ist es nicht. Aber ich glaube, ich habe den Ausgang bereits gefunden. Das Ding wird sein. Ja, ist dieser Berg da, mitten in der Walachei. Ein wunderschöner Ausgang, Aufstieg. Dann kommen wir hier vorne so raus. Ist ja doch was. Mal gucken, wie hier von hier aus so die Landschaft aussieht. Naja, ist ja schon ein bisschen sehr gebirgig. Bei der Seite. Oder wir kommen hier unterirdisch einfach raus. Das könnte man natürlich auch machen. Dass man einfach hier so rauskommt. Das klingt nach einem Plan. Let's go. So, first marker set to position. Please save the second marker to measure distance. Sehr geil. Okay. Dann können wir wieder nach Hause gehen. Und dann mal schauen, wo wir denn da ungefähr auskommen. Vor allen Dingen ist die Frage: the marker is bla bla bla, while the last one is bla bla bla. Stimmt, der andere ist ja weit über dem Meeresspiegel. Es ist zwar flaches Plateau, aber relativ, also es war flach im Sinne von nicht hügelig, aber trotzdem weit über dem Meeresspiegel. Wir kommen ja hier unten viel niedriger raus. Lol. Gut, dann müssen wir also, was den Ausgang angeht, eh noch gucken, was wir da am dümmsten machen. So. Rein theopraktisch müsste ja. Genau, der letzte Wert wird kleiner. Okay. 750 Blöcke. Ja, da werden wir wahrscheinlich noch eine Weile zu buddeln haben. Wollte ich mir nicht schon mal eine Lore bauen, damit wir jetzt hier schon mal nicht mehr so lange laufen müssen? Das ist doch Kacke. Hätte ich am Gucken aus. Müssen wir so ein paar Gleise bauen und eine Lore bauen. Dann sollte beides machbar sein. Aber machen wir erstmal nächste Folge. Von daher, bis dann.